So, da sind wir wieder bei Rogue Legacy. Wir haben uns ja diesmal diesen Shinobi hier ausgezogen, diesen kleinen feinen. Und werden jetzt versuchen, nochmal ein bisschen Gold zu sammeln. Was, wie ihr mich kennt, wahrscheinlich nicht klappen wird. Wir sind auch leichter. Sprich, wir werden wahrscheinlich extrem zurückgehauen. Wenn wir einen Treffer erleiden. Hallo? Alter. Aha. Es war voll durch meinen Kopf durch, aber scheiß drauf. So. Hätten wir das erstmal hier überstanden. Die Ebene geklärt. Klären wir jetzt hier mal die nächste Ebene. Wo einfach nur ein paar Gegenstände sind. Random Teleporter, mal gucken, wo wir hinkommen. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will nach meiner Mami. Aua. Voll nicht fair und so. Mensch. Ein Barbarenkönig. Und zwar ist das Siden. Farbblind. Wollen wir mal wieder einen Barbaren nehmen? Der hätte keine Effekte. Ja, komm, nehmen wir einen Barbaren. Barbaren haben mehr HP am Anfang an. Von Anfang an. Ja, ich glaube, mit dem Gold kann ich absolut nichts anfangen, so wenig wie das ist. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Jo, sieht wirklich so aus. Boah, ist ja langsam, ey. Geben wir unser ganzes Gold aus. Nein. Wie viel HP haben wir jetzt eigentlich? 255. Haben wir. Mit einem Barbaren. Ja. Achso, und der Barbar flucht. Er hat das Syndrom, dass er flucht. Ich finde es ja interessant, dass ich hier einfach schon mal von alles getroffen werde. Alter, was zur Hölle? Ja, fick dich. Ich finde das ehrlich gesagt nicht fair, was er hier mit mir abzieht. Barbaren können anscheinend auch kritten, wie ihr gerade gesehen habt. Ich bin schon Level 21 und habe immer noch nichts gerissen, Alter. What the heck? Stier. Ich habe so viel AP, ich kann es mir leisten. Hahaha. kaufen wir mal die Axt. Weil die kann man sehr schön werfen an sich. Also die, damit kann man auch nach unten angreifen. Hier. Wie ihr gesehen habt. So, das Gold schnell mitnehmen. Defeat all enemies. Ja, das sollte ja noch machbar sein. Alter, oder auch nicht. Ja, super. Das Bild da oben noch. Oh Gott, geschafft. Noch nicht? Irgendwo ist noch was? Ja, hier noch das Bild wahrscheinlich. So, jetzt aber. Boah, meine Güte. Bounty Wound für Helm. Ja, super Sache hier. Der Schrein gibt uns irgendein Effekt. Ich weiß jetzt aber nicht, was dieser Ring bringt, um ehrlich zu sein. Dann müsste ich, glaube ich, mal irgendwie ein Wiki oder so nebenbei aufhaben, damit ich das nachlesen kann. Ja, natürlich. Alter! Das ist mein HP-Vorteil doch gleich im Arsch und ohne, dass ich Gold gesammelt habe im Endeffekt. Achso, der Stachel will gar nicht mehr weggehen. Okay, ich verstehe schon. Hier unten ist eine schöne Truhe. Wo wir Nightfracer haben. Aua.
Warum schießt schon wieder so ein bescheuertes Auge auf mich? Ich bin in die Knochen gefallen, oder was? Ach so, sehr schön. Ah ne, in ein Bild bin ich gefallen. Der Ring beschützt einen also einmal vor dem vom Tod. Gut, dass wir das jetzt wissen. Das hilft mir jetzt aber nicht mehr. Ich war im Gedanke schon tot, darum musste ich das jetzt auch nochmal ausführen. Eine große weibliche Assassine. You are insane! Nehmen wir den. Da sind wir wahnsinnig. Insane klingt gut, passt zu mir. Wir haben eine neue Rüstung bekommen. Knight irgendwas. Knights waren, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Da. Würden wir 11 Rüstungen mehr bekommen? Können wir aber, glaube ich, noch nicht tragen. Und für dich haben wir doch eine neue Rune. Bounty. Das ist gut. Da würden wir mehr Gold bekommen. Aber wir würden unseren Double Jump verlieren. Warum finden wir nur Runen für Sachen, wofür wir schon Runen haben? Ich kaufe dann hier jetzt einfach mal, damit ich das Gold ausgegeben habe. Euch schon mal. Anlegen kann ich sie nicht, weil ich nicht genug Gewicht habe. Wie viel Gold habe ich noch? 10. Bringt mir also nichts. Das heißt, ich muss jetzt gleich erstmal das Gewicht-Upgrade nochmal höher machen. Damit ich mir diese Armschienen anlegen kann. Achso, wir haben wieder unsere schöne Fähigkeit, dass wir MP zurückbekommen, wenn wir Gegenstände zerstören. Ja, warum springe ich denn? Damit er mich trifft oder was? Hallo! Könntest du bitte nicht außerhalb meiner Reichweite rumfliegen? Danke. Ich liebe es ja! Mein Gott! Ich hasse solche Räume. Arschloch. Und noch eine Kiste mit Bloodsword. Aurophil habe ich jetzt gerade bekommen. Aha. Ich konnte nicht zurücklaufen. Ja gut, hätte ich mir auch denken können. Guck mal. Take no damage. Okay. Geschafft. Wieso treffe ich den nicht? Ach so, you are insane. Ich bin wahnsinnig. Ich sehe Monster, obwohl gar keine da sind. Alter, wie unfair ist das? Wie geil ist das? Das kannte ich gar nicht. I am insane, bitches. Vielleicht sind ja dann die auch Stacheln, ohne dass sie da sind. Einfach mal drauf stehen bleiben. Ah, warum mache ich das jedes Mal? Ich kann ihn doch nicht zurückstoßen. Ja, ich hätte mit Y auch noch eine Fähigkeit aktivieren können. Ist ja gut. Shinobi haben wir wieder. Das sind Assassinen. Wir nehmen den Shinobi. Ich bin schneller. Ja, mit 300 Gold kann ich mir den Arsch abwischen, Alter, mal wieder. Ich brauche mindestens 340 für den Kack. Ja, was habe ich jetzt neu? Ja, das Blutschwert, das ist aber zu teuer. So, I feel really sorry. Kann ich einfach mal kaufen. Ich habe ja gerade sowieso Gold übrig. Das wird ja sonst nur ins Nichts verschwinden, ich sag's mal so. So. Wird das geregelt. Jo, nimm mein Gold und lass mich da rein. Und lass mich rein. Oh Gott, diese Geschwindigkeit, daran muss man sich aber auch erst gewöhnen, ey. Mal kurz looken, ob alles sicher ist. Das ist anscheinend nicht. Ich würde ja gerne mal mit einem Shinobi zum Boss kommen. Weil damit traue ich ihn mir auch noch zu, um ehrlich zu sein. Weil ihr seht ja den enormen Damage-Unterschied im Vergleich zu den anderen Charakteren. Oh, runter. Nix da. Wir sind jetzt immerhin nicht mehr insane und sind nicht mehr
irgendein Scheiß, der gar nicht da ist. So. Hm. Oh, diese Geschwindigkeit, Alter, ist echt heftig. Oh. Erreicht. Da mussten wir jetzt einfach schnell hier hinkommen. Ja, fürs Cape. Ich habe noch keine Capes, sehr schön. So. Also, das war jetzt einfach nur eine Challenge. Kommt sehr schnell zu dieser Truhe an. Im Endeffekt. Die wir auch bestanden haben. Das ist mit einer der einfachsten Challenges, die man eigentlich haben kann. Ausgenommen von den Lauf falsch herum, also rückwärts zu dem Ziel. Komm hoch. Jo. Damit ich in dir reinspringen kann. Ich hab dich da schon gesehen. Wow. Aua. Ja, ich wollte an dir sterben. Biophobia habe ich jetzt freigeschaltet. Als Errungenschaft, was auch immer das jetzt genau ist. Ich glaube, ich will es gar nicht so genau wissen. Shinobi, hi. Ist mir egal, was du für Nachteile hast. Ich nehme dich jetzt einfach. So, Gewicht mussten wir hochmachen, habe ich gesagt, ne? Und jetzt haben wir wahrscheinlich nicht mehr genug Gold, um irgendwas anderes hochzumachen. Doch, Magic Damage. Wie sieht es hiermit aus? Mana können wir auch hochmachen. Na komm, machen wir mal Mana hoch. Bekommen wir einen Weg vor unserem Burgschloss? Ist auch nicht schlecht. Kaputt hauen. Jetzt kann ich bei dir ja meine neue Rüstung anziehen, die ich gekauft habe. Hier, die. So. Aber ein bisschen mehr Death. Darum geht's mir. So. Was haben wir jetzt bei dir Neues gehabt? Wir hatten doch für Cape was Neues. Den Double Jump haben wir jetzt fürs Cape freigeschaltet im Endeffekt. Wir haben aber noch kein Cape. Ja, komm, wir gehen nochmal schnell rein. Mach ich bin dem Part bleibt Überlänge? Ich weiß es noch nicht, mal schauen. So. Yay, 11 Gold. Alter. Wieso kannst du da reincasten? So. So, durch. Damit kriegen wir die Wurfmesser. Na gut, obwohl ich den anderen jetzt sogar schon fast hätte besser gefunden. Ja, natürlich. So. Du bist nicht böse. Ich hab grad gepupst. Du bist nicht böse, ich hab grad gepupst. Also nicht ich in real life, sondern hier der Charakter. Das will ich jetzt nochmal ganz klar anmerken. Das ist seine Krankheit. So, hier durch. Schön, dass du mich auch realisiert hast. El Toreto. Du erfüllst natürlich extrem deinen Sinn und Zweck, wenn du dich nicht umdrehst. Zum Feind und um den abzuschießen. Ein Huhn. Achso, wir haben diesen Hühnerwahnsinn anscheinend auch als Krankheit. Das heißt, wir futzen und haben den Hühnerwahnsinn. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Aber uns greifen alle Hähnchen, soweit ich weiß, an. Aua, danke. So, ich wäre gern einmal weiter unten. So, ist hier noch irgendwie was? Nö. Außer ein Feuermage in der nächsten Etage. Alter, diese Kackhühner! Mistvieh. Ja, wir müssen jetzt gegen diese Hühner immer erst einmal gewinnen. Hier ist unsichtbarer Boden. Also nicht unsichtbarer, aber durchlässiger. Hier geht's irgendwo weiter runter. Ach. Und dafür bekommen wir einen Square Cape. Ah, endlich mal ein Cape. Dann können wir auch dafür Runen leisten. Ja, pupst dich nach oben. Da ist jetzt nichts Interessantes am anderen Ende, darum gehe ich da jetzt nicht lang. Aber, ja. Einfach mal fassungslos vor dem stehen bleiben. Und sich treffen lassen. So. Wir hätten, wenn ich das auch richtig sehe, die Zeit im Endeffekt erreicht. Aua. Ich mache jetzt aber hier diesen Raum schnell noch. Clear. Ja, den Raum mache ich noch schnell clear.
Und dann sage ich danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.